Es gibt 6 Ängste, die jeder von uns kennt. Und sie haben echt Glück, wenn sie von einer nicht betroffen sind. Ich muss dir von diesem Mann erzählen. Er hat ein großartiges Buch geschrieben. Ich habe da so ein Gefühl, dass er mich braucht. Also dieses Buch, Reach Me, hat dein Leben komplett verändert. Von wem ist es? Nur der Name. Teddy Raymond. Vater, ich hab's wieder getan. Wie viele Menschen haben sie getötet? Das waren alles böse Jungs, Vater. Hast du dich schon mal ernsthaft gefragt, was deine Ziele sind? Du hast das Scheißbuch auf einer McDonald's-Toilette gefunden. Vergiss es einfach. Wieso versteckt sich ein Bestseller Autor? Das ist doch wohl nur ein Pseudonym. Und wenn du diesen Teddy Raymond findest, bringe ich dich ganz nach oben in die News auf der Homepage. Enttäusch mich nicht. Mach die Tür zu. Du kannst nicht alten Mustern folgen und ein neues Resultat erwarten. Ich will kein Wort mehr aus diesem bescheuerten Buch hören. Ich will das hier nicht mehr machen. Er ist kein großer Redner. Keine Interviews. Sie benutzen das Gesetz als einen Schild. Komm her, Befreiter. Du sollst nicht töten! Teddy, Sie sind es, oder? I almost died today. Wir alle haben Ängste. Die Angst zu versagen. Hey Mann, glaubst du, ich will mein ganzes Leben lang für Frank arbeiten? Oh mein Gott! Wenn du ein Ziel verfolgst, zählt nur das. Nicht essen, nicht waschen und nicht frauen. Du bist eine fiese Pinselei. Sei ein Meisterwerk! Singst oder du schwimmst, haben sie geschrieben. Das sind ihre Worte. Ich wollte schon so lange, dass er sich endlich seiner Angst stellt. Gut gemacht. Dann schauen Sie da raus. Auf das Wasser. Rufen Sie es da raus, so laut Sie können. Los! Es geht nicht um bestimmte Leute, wissen Sie. Es geht um den Menschen.